wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf drohne-check.de. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute eine neue Drohne an. Diese hier. Das ist die Nachfolgerdrohne der JGRC X11 Drohne. Diese Drohne hat bereits eine 2K-Kamera mitgebracht, besaß aber keinen Gimbal. Und die JGRC X12 Drohne, das ist diese hier, die ist ebenfalls wieder klappbar, bringt aber eine 3-Achsen-Gimbal-Bildstabilisierung mit. Das bedeutet, dass die Foto- und Videoaufnahmen dementsprechend sehr gut stabilisiert und unverwackelt sein sollten. Was diese Drohne sonst alles noch mitbringt, das zeige ich dir jetzt. Let's go! Die Tasche der JGRC-Drohne ist wirklich sehr klein und kompakt. Hier drin befindet sich alles, was wir zum Fliegen der Drohne brauchen. Außerdem haben wir hier vorne noch einen Reißverschluss, wo wir noch weitere zusätzliche Propeller oder noch einen Zusatzakku verstauen können. In der Tasche finden wir die Fernsteuerung, dann hier noch einen Gurt, dass wir uns die Tasche auch über die Schulter werfen können. Dann hier noch zusätzliche Propeller bzw. ein USB-Kabel. Hier ist normalerweise der Akku drin, den habe ich jetzt schon in die Drohne eingesetzt. Und natürlich die Drohne selber. Hier unten befindet sich dann noch ein Ladegerät und die Vorrichtung, wo wir unser Handy dann an die Fernsteuerung hinten anbringen können. Und natürlich eine Bedienungsanleitung, allerdings auf Englisch. Aber die braucht ihr nicht, da ich euch alle Funktionen der Drohne ausführlich erklären werde. Die Drohne ist wirklich sehr klein und kompakt. Ich habe jetzt mal hier mein Honor 10 einfach daneben gehalten. Und wie wir sehen, ist die Drohne fast genauso groß bzw. genauso klein wie das Honor 10. Die Drohne verfügt außerdem über faltbare Rotorenarme, die wir hier ganz einfach und wirklich hochwertig verarbeitet nach außen klappen können. An der Unterseite der Propellerarme können wir außerdem hier noch 4 Füße ausklappen. Zack! Das Ganze funktioniert wirklich sehr einfach und zuverlässig und dafür muss man auch vorher keine Anleitungen gelesen haben. An der Rückseite der Drohne befindet sich hier der Ein- und Ausschaltknopf der Drohne. Die Drohne bringt eine Full-HD-Kamera mit, die aber Fotos in 4K aufnehmen kann. Außerdem werden die Videoaufnahmen durch eine mechanische 3-Achsen-Gimbal-Bildstabilisierung stabilisiert. Wie gut oder schlecht das Ganze tatsächlich in der Praxis funktioniert, zeige ich euch gleich später noch. Hier an der Unterseite befindet sich außerdem der 2400 mAh Akku. Der soll die Drohne für eine Flugzeit von 25 Minuten am Himmel halten. Ob das tatsächlich so ist, probieren wir dann gleich noch zusammen aus. Zum Einsetzen der SD-Karte müssen wir hier diese Schlaufe nach oben klappen und dann unsere SD-Karte einsetzen. An dieser Stelle finde ich es wirklich sehr, sehr cool, dass die SD-Karte durch einen zusätzlichen Schutz davor geschützt ist, wenn man zum Beispiel mal schnell in eine Kurve fliegt oder meinetwegen auch sogar einen kleinen Crash hat, dass die SD-Karte dann geschützt ist und nicht rausfällt. Insgesamt fühlt sich die JGRC X12 Drohne wirklich sehr hochwertig verarbeitet an. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Fernsteuerung der Drohne liegt wirklich sehr gut in der Hand und fühlt sich auch sehr hochwertig verarbeitet an. Da hat JGRC also auf jeden Fall nochmal nachgelegt im Vergleich zum Vorgängermodell. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Fernsteuerung besitzt außerdem einen Akku. Das bedeutet, wir müssen keine Batterien mehr hier an die Rückseite der Fernsteuerung reinpacken, sondern hier über diesen USB-Anschluss wird die Fernsteuerung aufgeladen. Das Laden der Fernsteuerung dauert ca. 120 Minuten, dann ist diese vollständig aufgeladen. Anschließend können wir damit ca. 6 Mal mit der Drohne fliegen gehen. In der Mitte der Fernsteuerung befindet sich der Ein- und Ausschaltknopf der Fernsteuerung. Wenn wir die Drohne in die Luft schießen wollen, dann können wir einfach hier diesen Knopf drücken und dann begibt sich die Drohne automatisch in die Luft. Genauso können wir diesen Knopf drücken, wenn die Drohne automatisch landen soll. Wenn wir einmal hier auf diesen Knopf drücken, dann nimmt die Drohne ein Foto auf. Wenn wir diesen Knopf länger gedrückt halten, dann können wir ein Video starten und stoppen. Mit diesem Knopf hier oben können wir die Drohne zum Startpunkt zurückholen. Damit aktivieren wir also sozusagen die Return to Home Funktion. An der linken Seite der Fernsteuerung befindet sich außerdem ein Rädchen, mit dem wir den Gimbal der Drohne nach oben als auch wieder nach unten schwenken können. Hier oben wird außerdem unser Smartphone eingesetzt. Bevor wir mit der Drohne fliegen, müssen wir diese zuerst kalibrieren. Dazu müssen wir hier auf Compass Calibration klicken und dann müssen wir die Drohne ein paar Mal um die eigene Achse drehen, dann die Schnauze nach unten stellen und dann ebenfalls noch 3 Mal um die eigene Achse drehen. Dann kriegen wir auch die Meldung, dass wir den Kompass erfolgreich kalibriert haben. Dann kalibrieren wir noch die Gyrosensoren. Da klicken wir einfach hier drauf und dann sagt uns die App, dass wir die Drohne auf einer flachen Oberfläche abstellen müssen. Das habe ich jetzt hier gemacht auf meinem Landingpad und dann war das ebenfalls erfolgreich. Das ist sehr wichtig bei der Drohne, dass wir diese immer vor jedem Flug neu kalibrieren.
Die Drohne ist eine GPS-Drohne und deswegen bleibt sie an Ort und Stelle stehen, obwohl sehr viel Wind ist, wie wir hier im Hintergrund sehen. Also heute ist es wirklich windig und es pfeift wie Espenlaub. Ja, und jetzt schaut euch das mal an. Die Drohne steht wirklich wie ein Stein in der Luft. Herrlich. Sehr, sehr cool. So, und dann bewegen wir jetzt mal den Gimbal nach unten. Das funktioniert auch gut. Okay. Sieht geschmeidig und flüssig aus. Gefällt mir gut. Und dann starten wir jetzt mal eine Videoaufnahme. Zack. Und dann gehen wir jetzt mal ein Stück hoch. Und schauen mal, wie die Arbeit des Gimbals hier funktioniert. Heute ist doch wirklich sehr, sehr schönes Drohnenflugwetter. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, aber eigentlich sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Jetzt drehe ich die Drohne mal ein Stück nach links. Hier ist auch wirklich ein sehr schöner Platz, um mit der Drohne zu fliegen. So, und dann fliegen wir hier doch jetzt mal ein Stück nach vorne. Und auf dem Handy sieht das Video wirklich sehr gut stabilisiert aus. Und die Drohne steht entspannt in der Luft. Das finde ich sehr gut. So, die Drohne ist jetzt 60 Meter hoch, ca. 120 Meter weg. Und jetzt drehe ich die Drohne mal ein Stück nach rechts. Das funktioniert gut und zuverlässig. Jetzt sind wir mit der Drohne 150 Meter weg. So, jetzt drehe ich die Drohne mal noch wieder ein Stück nach rechts. Das klappt auch noch wunderbar. Cool. Dann drehen wir jetzt nochmal den Gimbal ein Stück nach unten. Jawohl, das funktioniert auch noch gut. Wieder ein Stück nach oben. Funktioniert ebenfalls gut. Ja, das gefällt mir doch an dieser Stelle sehr, sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal noch ein Stück weiter weg mit der Drohne. So, dazu drehe ich die Drohne nochmal ein Stück von mir weg. Na, schauen wir jetzt mal, wie weit wir mit der Drohne gehen können. So, jetzt haben wir die 200 Meter Marke überschritten. Gehen wir mal noch ein Stück weiter. So, jetzt sind wir bei 230 Metern, 250. Das Signal ist noch da, ist stabil, funktioniert sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir jetzt 200, 300 Meter haben wir jetzt geschafft. Okay, das gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt drehe ich den Gimbal der Drohne mal nach unten. Das funktioniert auch noch sehr gut. Wieder nach oben. Perfekt. Jetzt drehe ich die Drohne mal ein Stück nach rechts. Das hat auch funktioniert. Noch ein Stück nach rechts. Jawohl, funktioniert auch. Noch ein Stück nach links. Jawohl, also Reichweitentest. 300 Meter. Erfolgreich bestanden. Das gefällt mir gut an der Stelle. Dann stoppe ich jetzt mal das Video. Und dann wollen wir natürlich auch mal ein Foto machen. Zack. So, erstes Foto aufgenommen. Die Fotos könnt ihr außerdem runterladen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Video. So, jetzt drehe ich die Drohne mal noch ein Stück nach rechts, aber ich will nicht gegen die Sonne fotografieren. So, deswegen mache ich jetzt hier noch ein Foto. Zack. Ja, das funktioniert gut. Und das Videoübertragungssignal ist wirklich die ganze Zeit stabil. Also ist noch nicht abgerissen und das Bild ist auch noch nicht eingefroren. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt nehmen wir hier noch ein Foto auf. Das hat auch super geklappt. Cool. Also bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden, wie die Drohne sich in der Luft schlägt. Sehr, sehr schön. So, dann stelle ich den Gimbal der Drohne mal noch ein Stück nach unten. Ich starte wieder eine Videoaufnahme. Und dann probieren wir jetzt mal die Return-to-Home-Funktion aus. Dafür drücke ich jetzt hier diesen Knopf. Und dann kommt die Drohne zum Startpunkt zurück. Zumindest sollte das so sein. So, jetzt dreht sich die Drohne und tritt direkt den Heimflug an. Das funktioniert bis jetzt sehr, sehr cool. So, jetzt drehe ich den Gimbal der Drohne mal ein Stück nach oben. Denn wir können natürlich die Kamera jetzt frei bewegen, wie wir wollen. Und die Drohne kommt wirklich sehr zügig zum Startpunkt zurück. Und die Drohne behält genau die Höhe bei, mit der die Drohne sozusagen die Return to Home, also den Heimflug, angetreten ist. So, jetzt stelle ich den Gimbal der Drohne mal nach unten. Und ich bin noch nicht im Bild zu sehen. Ich gehe mal hier ein Stück rüber. Aber
Hier ist die Drohne vor uns losgeflogen auf dem Landingpad. Und jetzt kommt die Drohne langsam, aber sicher auf das Landingpad zu. Ja, und es sieht wirklich gut aus. Ich stelle jetzt mal den Gimbal der Drohne wieder ein Stück nach oben. So, hier bin ich im Bild. Ja, aber wir sehen jetzt hier, ja, das war doch nicht schlecht. Die Drohne ist circa einen halben Meter vom Landingpad aus entfernt wieder gelandet. Ja, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Jetzt probieren wir mal die Follow-Me-Funktion aus. So, jetzt befinde ich mich im Bild der Drohne und wir können jetzt hier in der App noch einstellen, in welcher Höhe uns die Drohne folgen soll. Und ich lasse das jetzt hier mal auf 6 Meter stehen. Dann richte ich den Gimbal nochmal auf mich aus. So, jetzt bin ich im Bild und dann bewege ich mich nochmal. Dann schauen wir mal, wie gut oder schlecht das Ganze hier funktioniert. Aber die Drohne folgt mir. Das sieht gut aus. Und das, obwohl es sehr, sehr windig ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut bis jetzt. Jetzt hat die Drohne mich fast aus dem Bild verloren, obwohl ich bin noch drauf. Und jetzt werde ich mich mal ein Stück schneller bewegen. Und mal schauen, wie gut die Drohne dann sozusagen hinterherkommt. Okay, das macht die Drohne auch ganz gut an der Stelle. Man kann damit auf jeden Fall ein bisschen rumspielen. Man muss eben die perfekte, optimale Einstellung für sich finden. Ich denke, das liegt für mich vielleicht so bei 7 bis 8 Meter Höhe der Drohne. Aber das Ganze sieht doch gut aus an der Stelle. Gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt den Track-Modus beendet. Dafür muss ich ganz einfach hier auf das M drücken. Dann wird der Flugmodus, in dem wir uns gerade befinden, beendet. Und die Drohne switcht zurück in den GPS-Modus. Und wie wir jetzt sehen, steht sie jetzt wieder ruhig und entspannt in der Luft. Für den Orbit-Modus müssen wir die Drohne im ersten Schritt über ein Objekt platzieren oder einer Person. Das bin jetzt hier in dem Fall ich. Und dann drücken wir Orbit und dann dreht sich die Drohne quasi im Kreis. Und jetzt muss ich den rechten Steuerknüppel einfach ein Stück nach hinten bewegen, damit ich sozusagen den Radius, den die Drohne dann sozusagen um das Objekt zieht, vergrößert. So, und wie wir jetzt hier sehen, kreist die Drohne jetzt um mich. Und das Ganze funktioniert in der Praxis wirklich relativ zuverlässig. Und ich kann jetzt während des Kreisfluges auch hier noch die Drohne natürlich in der Höhe steuern und den Gimbal nochmal entsprechend anpassen. Natürlich stehe ich jetzt nicht mehr perfekt im Bild, wenn ich die Drohne jetzt wieder ein Stück weiter runternehme und den Gimbal wieder ausrichte, dann bin ich wieder perfekt im Bild zu sehen. Aber das klappt soweit ganz gut, wie ihr hier sehen könnt. Und ist vor allem auch für Einsteigerpiloten eine coole Funktion, um mal spektakuläres Footage zu produzieren. Ihr seht, die Drohne, die torkelt auch wirklich nicht, die bleibt an Ort und Stelle stehen und dreht sich tapfer im Kreis. Wenn wir das wieder beenden wollen, drücken wir einfach wieder hier auf M und dann befindet sich die Drohne wieder im GPS-Modus. Das hat auch geklappt. Also die Drohne steht wirklich sehr, sehr ruhig und entspannt in der Luft. Schaut euch das mal an. Es ist sehr windig. Ich glaube, ihr hört das auch im Mikrofon der GoPro, aber sieht gut aus. Also mit den Flugeigenschaften, da bin ich wirklich sehr zufrieden. Das ist im Vergleich zum Vorgängermodell auf jeden Fall noch mal ein Stück besser geworden. Die JGRC X12 Drohne, die hat immer mal ein bisschen getorkelt, wenn es wirklich windig war. Das hat die JGRC X12 Drohne jetzt hier wirklich fast komplett abgestellt. Da können sich auf jeden Fall Einsteiger sicher fühlen, wenn sie hier mit der Drohne dann durch die Luft düsen. Das macht Laune, jawohl. Die Drohne ist auch schnell unterwegs, bis zu 36 Kilometer pro Stunde. Jetzt hier gegen den Wind ist das Ganze natürlich ein bisschen langsamer, aber das macht auf jeden Fall Spaß. Wir können die Drohne außerdem mit Gesten steuern. Wenn ich jetzt hier zu der Drohne hingehe und dieses Zeichen mache, dann nimmt die Drohne ein Foto auf. Zack, Foto aufgenommen. Wenn ich die flache Hand hinhalte, dann startet die Drohne ein Video. Das hat auch funktioniert. Und genauso funktioniert das auch, wenn ich das Video wieder stoppen möchte. Da halte ich einfach die Hand hin, zack, das Video wurde beendet. Das
ist auch ein weiteres cooles Feature der JGRC X12 Drohne. Ich bin mit dem Flugverhalten der JGRC X12 Drohne wirklich sehr zufrieden. Da es eine GPS-Drohne ist, steht die Drohne wirklich auch sehr ruhig und entspannt in der Luft. Die Flugzeit von knapp 20 bis 21 Minuten ist für eine Drohne dieser Preisklasse auf jeden Fall als gut zu bewerten. Mit der Qualität der Fotos bin ich wirklich sehr zufrieden. Das reicht auf jeden Fall aus, um im Urlaub mal den ein oder anderen Schnappschuss festzuhalten oder wenn ihr mal auf einer Familienfeier einfach das Ganze fotografieren wollt. Der Gimbal macht eine gute Arbeit und stabilisiert die Videos relativ gut. Relativ deswegen, weil wenn wir mit der Drohne schnell unterwegs sind oder schnell in eine Kurve reinfliegen oder es wirklich sehr, sehr windig ist, dann kann es sein, dass die Videos etwas verwackelt sind. Aber für eine Drohne dieser Preisklasse müssen wir erstmal überhaupt eine Drohne finden, die ein Gimbal-System mitbringt und das dann auch noch so zuverlässig arbeitet. Das finde ich auf jeden Fall ebenfalls gut. Die verbauten Sicherheitsfunktionen, zum Beispiel Return to Home, also wenn wir die Drohne zum Startpunkt zurückholen wollen, oder wenn die Drohne zu weit wegfliegt und wir sozusagen den Kontakt zur Drohne verlieren, dann kommen diese auch zuverlässig zum Startpunkt zurück. Insgesamt bin ich mit der JGRC X12 Drohne wirklich sehr zufrieden. Das Fliegen hat sehr viel Spaß gemacht, die Funktionen arbeiten zuverlässig und die Qualität der Fotos und Videos ist für eine Einsteigerdrohne auf jeden Fall gut. Wenn du wissen möchtest, wo du einen sehr guten Preis für diese Drohne findest, dann schau einfach in die Videobeschreibung unter das Video hin. Da packe ich dir einen Link hin, der dich direkt zum Shop führt, wo du diese Drohne sogar mit Rabatt kaufen kannst. Falls du Fragen zu dieser Drohne hast oder zu anderen Drohnen oder zu Actioncams, Hoverboards oder auch zu Elektrorollern, hinterlass mir gerne einen Kommentar. Ich helfe dir sehr gern weiter. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du in dem Video einen Daumen nach oben gibst, meinen Kanal abonnierst, drücke auf jeden Fall auf die Glocke, damit du auch eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.